Es sind die Gerüche, die Farben und das Licht, die die Provence so einzigartig machen. Berauscht von den vielfältigen Düften und der Sonne des Südens, schufen Dichter und Maler wie Daudet, Van Gogh, Gauguin oder Cézanne zeitlose Meisterwerke, aus denen sich der Mythos Provence formte. Auch heute noch ist die Provence ein Sehnsuchtsziel, mehr ein Gefühl als geografisch klar umrissen. Ein Land, das erst im Zusammenspiel von Farben und Formen klarere Umrisse erkennen lässt. Vor allem Van Gogh rang schwer, um diese Leichtigkeit und das besondere Licht über den Hügeln und Feldern in seinen Bildern einzufangen. Was seine Augen sahen, die warmen Töne der Sonnenblumen, ist heute ein wesentlicher Teil des Zaubers der Provence. Das pulsierende Herz der Provence ist Aix-en-Provence. Zum Aix-Ritual gehört es, als erstes die schattige Platanenmeile des Cours Mirabeau anzusteuern, um dann bei einem Café oder Pastis das bühnenreife Passantendefilé zu beobachten. Wohlhabend war Aix-en-Provence schon immer. Entsprechend reich gedeckt sind die Stände der Händler auf der Place Richelme. Hier mischen sich die Farben der Provence mit den vielfältigen Düften von Blumen, Kräutern, Obst und Gemüse. Qualität ist in Frankreich eben noch immer das beste Rezept und frische Ware dafür die Voraussetzung. Die Vaucluse, Provence wie aus dem Bilderbuch, mit anmutigen Weingärten, dem Zirpen der Zikaden und einem vom nahen Mittelmeer entliehenen Azurhimmel. Hier verbläst der kräftige Mistral die Wolken. Welch ein Kontrast dagegen der kleine Ort Roussillon. Von weitem strahlen die rotbraun getünchten Fassaden. Sie werben farbenfroh für die 17 Ockertöne, die hier bis vor einer Dekade aus dem Felsen geschlemmt wurden, um zu Malfarbe pulverisiert zu werden. Die Farbtöne reichen von leuchtend warmem Gelb bis hin zu erdig flammendem Rot und lassen die Pinien grüner und den Himmel blauer erscheinen. Gleich am Ortsrand liegt die durch Abbau und Erosion bizarr geformte Märchenwelt des Sentiers des Ocres. Die Ockerbrüche hatten Roussillon schon in grauer Vorzeit beträchtlichen Reichtum eingebracht. Der sonnenresistente Schlemmstoff ziert Provence-Fassaden ebenso wie viele Fresken im antiken Pompeji. Seit die chemische Industrie künstliche Farbstoffe in größeren Mengen und vor allem billiger produziert, musste sich der Ort umstellen. Heute sorgt der Tourismus für ein gutes Einkommen. Über der träge fließenden Rhone beherrschen die Türme und Zinnenreihen des Papstpalastes die Silhouette von Avignon. Die Zeremonie erinnert an die Zeit der Exilpäpste im 14. Jahrhundert. Europa war geprägt vom Machtkampf weltlicher Herrscher, wie dem König von Frankreich und dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Innerkirchliche Machtkämpfe und ein von Adelsfäden geschütteltes Rom zwangen Clemens V. zum Wechsel vom Tiber an die Rhone. Getreu dem Grundsatz Ubi Papa, Ibi Roma, wo der Papst ist, da ist Rom, folgten der Geistlichkeit Adlige, Gelehrte, Handwerker, Künstler und Dirnen. Dem Spottlied Sur le pont d'Avignon, on lit danse, verdankt Avignon seinen Weltruhm. Auch wenn das einfache Volk nicht auf, sondern unter ihren Bögen tanzte, dort, wo in päpstlicher Zeit im Rotlichtviertel mit seinen Spelunken gesündigt wurde. Hauptstadt des Stierkampfs ist jedoch Arles. Das Amphitheater liegt im Zentrum der Stadt. Von seinen Außenmauern hat man einen guten Blick auf die Fassaden und über die ziegelroten Dächer der Stadt, die wie ein steinernes Museum unter der südlichen Sonne döst. Immerhin war Arles die Metropole der römischen Provinz. Gallula Roma, das kleine gallische Rom, nannten es die Dichter jener Zeit.
Hinter Arl beginnt die Camargue, ein riesiges Sumpfdelta, das sich bis ans Mittelmeer erstreckt. Rosa Flamingos durchkämmen mit ihren Schnäbeln das Brackwasser nach Krebstieren und Mückenlarven. Charakteristisch für die Camargue sind die weißen Pferde, die wild umherstreifen. Weideland auch für die Kampfstiere der Arena, die hier ungebundene Jahre genießen, bevor sie, blutig oder nicht, dem johlenden Publikum vorgeführt werden.